Mini-Tischtennis. Guten Tag. Hallo. Und je kleiner die Platte ist, umso größer ist der Schiedsrichter. Marco Schürmann, hallo. Herzlich, dass du auch da bist, unser Schiedsrichter. Das ist unsere Mini-Tischtennisplatte. Da spielt ihr jetzt Tischtennis. Im klassischen Stile, Match über zwei Gewinnsätze. Ausnahme ist jetzt nur, der Aufschlag wechselt jedes Mal. Also man hat nicht zwei Aufschläge, sondern jeder hat immer nur einen Aufschlag. Gespielt wird bis 11 Punkte. Wer als erster zwei Sätze gewonnen hat, gewinnt das Spiel. Was? Ja, ne? Hast nicht zugehört. Tischtennis bis 11. Ja. Aufschlag immer abwechselnd. Nicht zwei, sondern immer abwechselnd. Zwei Gewinnsätze. Finger weg. Geht los? Nein. Ach so. Unser Schiedsrichter, der Marco, wird jetzt mit der Münze auswählen, wer anfängt. Ich ziehe mich zurück. Wenn ihr Fragen habt. Ich muss jemand mit dem Mikrofon hier helfen. Das ist das nicht mehr fest. Nach den ganzen. Ja, kann mal einer vom Tone kommen? Den brauchen wir nicht. Ja, wir können ja schon mal los. Wir können ja schon mal. Rot gewinnt, Silber fängt an. Okay. Erster Aufschlag. Ob das ein Vorteil ist. Ich denke so, hier gibt es irgendeinen Vorteil bei dem Spiel. So, da kommt jemand vom Tone. Das Ding ist nicht mehr fest. Und ja, ich hatte das Ding bei der Probe an, deswegen rutscht das jetzt bei dir ein bisschen. Das hast du gesagt, nicht ich. Aber jetzt machen wir es fest. Bei dir noch alles gut? Okay, wie gesagt, ich ziehe mich zurück. Du übernimmst das Kommando. Okay. Von mir aus kannst du bis 11. Ja? Bis 11. Darf ich einmal Ball? Danke. Wenn ich mit einer Schlägersportart verliere, dann 2,7 Gramm. Gibt's okay. Eigentlich, was ist erster eigentlich, Satz, Aufschlag. Wollte ich schon mal wissen, rot und schwarz, ist irgendwas für eine Vorhand und Rückhand gedacht? Das oder? Ist egal. Völlig egal. Okay, 0-0. Auf geht's. Also, Mini-Tischtennis. Punkt für Alexander, 1-0. So kleinen Platten wird dann meist sehr defensiv gespielt und auf Fehler des anderen gehofft. Punkt für Silvio, 1-1. Zweimal auch schon Fehler gehabt. Richtige Angriffsschläge sollten Alexander, eigentlich relativ 2-1. Selten sein. So, jetzt wird es schon mal ein bisschen spannender. Kaum hatte ich es ausgesprochen, sehen wir hier mal ein bisschen Volley fast. Oder Volley? So ein Angriff. Ja, war Quatsch, was ich gesagt habe. Das tut gleich wieder kommt. Schmetterball. Genau. Punkt für Silvio, 3-2. Schmetterball. Punkt für Alexander, 2-4. So, aber eben auch nur diese 4-2. Heinevetter verteidigt hier also, versucht Fehler zu vermeiden. Den Druck macht gerade der Tennisspieler hier rechts. So. Und da war Punkt für Alexander. Auf der Kante der Ball, der ist dann ganz schwierig bis gar nicht zu bekommen. Achtung, da sehen wir ihn. Sorry. Wer hat Aufschlag? 5-2. Ich. Danke. Ja. Punkt ja. Für Alexander, 2-6. Erwischen dort hinten mit diesem längeren Ball. Oh, auch knapp an der Kante dran. Punkt für Silvio, 6-3. Für Vasilev. Anschlusspunkt für Heinevetter. Aber wir sehen natürlich auch, dass beide nicht das erste Mal so eine Kelle in der Hand haben. So, weiterhin extrem defensiv auf beiden Seiten hier. Punkt und der Fehler eben 3-7. Ein paar Millimeter wieder zu lang war. 7-3 aus Sicht von Alexander Zverev. Ja, genau so spiel jetzt den Ausschlag bitte ein. Punkt für Silvio, 7-4. Ja. Alles also durch Fehler, bis auf diesen einen Schmetterball, den wir gesehen haben.
Punkt für Silvio, 5-7. Netzhängen, nur noch 2 Punkte. Boah, hat der ein Schwein. Ah, Punkt für Alexander. Auch so aus wie ganz 8, knapp 5. An der Kante, geküsst doch gerade. 8-5. Bis 11, oder was? Ja. Ja? 8-5. Punkt für Alexander, 5-9. Wieder Punkt die Kante. Alexander, 10-5. Satzball also. Sorry. Muss schon sagen, dass du saßt, ne? Sorry. Ach, sorry. Ja, jetzt, sorry. Jetzt geht's, ja. Sorry. So. Dass das Alexander hier nicht durcheinander bringt, dass hier so vernünftig gezählt wird, so 1, 2, 3. Punkt für Silvio, 6-10. Sind der ein oder zwei Sätze? Zwei. Zwei Gewinnsätze. Okay. Also alles weiterhin Satzbälle. Das gibt's doch gar nicht. Punkt für Alexander. Erster Satz also. 11-6, erster Satz. 1-0 nach Sätzen. Welches war dein schwacher Satz? Was? Der zweite oder der dritte? Bitte was? Welches war immer dein schwacher Satz? Ich sag mal so, du solltest jetzt den nächsten gewinnen, Silvio, ja. Sonst ist das sowieso egal, welches ja, der dritte war ganz schlimm von mir. Im vierten bricht er dann völlig ein. Ach, sorry. So, wer fängt an? Zweiter Satz, ich Aufschlag Alexander. Heute. Achten Sie mal zu Hause. 0-0. Haben wir nicht irgendwelche Sänger heute dabei, die dazu ein Lied machen könnten? Ja. Ja. So, ready? Ah, oh, schon wieder ein Netzroller hier. Gut pariert. Ganz lang. Punkt für Silvio, 1-0. Führung für Silvio Hennefeld. Er muss den Satz gewinnen. Punkt für zweite Silvio, Fehler. 0-2. Treibt ihn in den zweiten Fehler. Punkt für Silvio, 3-0. Dritter Fehler, immer zu lang. Und jetzt Punkt hat er auch mal Glück. So, 4. Das Glück des Tüchtigen. Sorry, 0-4. Ja. Er will also Zverev in den Entscheidungssatz hier schicken. Und Punkt für Alexander, 4-1. Der erste Fehler von Silvio Hennefeld. Punkt für Silvio, 5-1. Ganz wichtig, auch für den Kopf 1, hier. Ja, geht jetzt auf Länge. Punkt für Alexander, 5-2. Der Fehler, am Schluss Punkt, 5-2, Silvio Hennefeld. Der einen Satz hinten liegt. Punkt für Silvio, 2-6. Punkt für Silvio, 7-2. War auch schon wieder hinten an der Kante dran. Also diese langen Bälle, das scheint hier das Erfolgsrezept zu sein. So, jetzt macht Zverev wieder Druck. Punkt für Silvio, 2-8. 8-2 hier. Nett, 2-8. Ja. Nochmal, bleibt dabei. Oh, Punkt für Alexander. Aber ganz, ganz 8, stark 3. Hier. Große Konzentration bei beiden. Wie lange der Ball immer hier im Spiel ist jeweils. 8-3. Hat sogar zweimal die Vorhand. Punkt für Silvio. Wieder 4, der Fehler. 3-9.
Na, dann kommt er wieder rasch mit dabei. Vorbereitet, geduldig vorbereitet. Und wenn er die Chance hat, dann schlägt er eben zu. Endlich mal Emotionen hier. 9-4. Aber trotzdem, der ganz klare Vorteil natürlich immer noch bei Heinevetter. Diesen 9 Punkten, die er dort hat. Punkt für Silvio. Satzball. 14. Ach, an der Punkt Kante. Aber es bleibt natürlich bei den Satzbällen, bei den 5, die er noch hat. 10-5. Jetzt variiert er die Seite. Kann ich sagen, treibt ihn hin und her. Das Feld wird immer kleiner. Bumm. Sorry. So, und 1-1 steht. Also, wir gehen in den Entscheidungssatz. Im ersten noch dominiert und muss ich jetzt 5-11 hier geschlagen geben. So, da sind wir im gefürchteten Dritten, ne? So, und das ist jetzt... Ich muss jetzt sagen, ich habe echt Schiss jetzt. Ja, ne? Denn das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen eine Frage der Ehre hier. Ne? Vielleicht wichtiger als die 100.000 Euro, um die es geht. 0-0. Bereit? Das Spiel ist auch sehr, sehr lang. So. Oh, ganz knappe Angelegenheit. Und wir sind wieder drin. Und die Punkt Kante hilft wieder Silvio. 0-1. Also, ganz klein bisschen zu lang. Und jetzt Punkt für Alexander, 1-1. Beide also immer mit dem Führer. Ja. Probier's Punkt mal, aber die ist eben kurz. Ist natürlich eine Einladung, wenn du sonst auf der normalen 2-1. Plattengröße spielst, hier mal so einen abzuschießen. Ach, da hast du mich gelockt. Das probiert er schon die ganze Zeit, ne? Mit diesen etwas höheren Bällen. Jetzt sei doch mal ruhig jetzt da oben. Jetzt ist er reingetappt. Punkt für Alexander, 1-3. Punkt für Silvio, 3-2. Also, Heinevetter wird den Fehler nicht zweimal machen. Auch wenn die Einladungen nach wie vor kommen hier. Aber hier auf einem super Niveau auf dieser kleinen Platte wird gespielt. Punkt für Silvio. Der, 3, lange, 3. Der Ausgleich 3-3 hier in diesem Entscheidungssatz. Alexander, 4-3. Zverev geht wieder in Führung, 4-3. Aber das ist Mini-Tischtennis auf allerhöchstem Niveau. Weil man auch genau weiß, was allerhöchstes Niveau beim Mini-Tischtennis ist. Das hier gerade, was wir sehen, das ist allerhöchstes Niveau.
5-3, Alexander. Hinter der berühmte Treffer. Millimeter Glück. Wir spielen so lange, da vergisst man mal, wer Ball hat und wer nicht. 3-5. Sorry. Netzroller pariert, ganz stark. Punkt für Silvio, 5-4. 4-5, Aussicht von Silvio Heinevetter. Ja. Oh, und die Kante hilft ihm wieder, entschuldigt sich da natürlich sofort fair. Aber das ist wieder der Ausgleich hier im Entscheidungssatz. Punkt für Alexander, 6-5. Punkt für Silvio, 6-6. Wieder der Ausgleich. Heinevetter bleibt dran. Netzroller wieder pariert, ganz stark von Zverev. Sorry. Spielt sehr, sehr Punkt lang, geht damit natürlich das Risiko ein, ja, aber hofft damit, Heinevetter auf dem falschen Fuß zu erwischen. Aber das Pech, bisschen zu lang, 7-6, Silvio. Ach, Punkt für Alexander. Ausgleich wieder. Ja. Beide schon mehr Punkte als in den Sätzen, die sie verloren haben. Also wirklich hier auf Augenhöhe, jetzt dieser letzte Satz. Yes. Mhm. Punkt für Alexander, also 8-7. Glück hier zumindest auch so ein bisschen ausgeglichen. Ja. Punkt für Alexander. Ja. Der war hoch und der war dann eben zu nah am Netz. Und da lässt sich Alexander Zverev nicht zweimal bitten. Das haben wir schon gesehen bisher. 7-9. Zum dritten Mal. So. Das gibt's doch gar nicht. Punkt für Alexander. Matchbälle für Alexander Zverev im Mini-Tischtennis. 10-7. Ah, jetzt hast du eigentlich schon gewonnen, ne? Ruhe. Das ist ja so ein Sportler-Scheiß hier, das ist ja Wahnsinn. Das ist Quiet, please. Also 10-7 beim Mini-Tennis, Tischtennis als Tennisspieler. Jetzt mach mal. Ja, Psychospiele. Punkt für Silvio. Nochmal vertagt. Erster 18. Matchball abgewehrt. Aber er hat noch zwei. Punkt für Silvio. Zu lang. 10, und noch 9. Ein Matchball ist es. Den zweiten abgewehrt. Alexander. Und damit gewinnt Zverev 11-6, 5-11, 11-9, Mini-Tischtennis. Danke schön. Ganz stark, sehr stark. Vielen Dank, Marco. So, neuer Punktestand nach Mini-Tischtennis steht es jetzt 6-4 für Alexander Zverev. Wieder ein Führungswechsel.